Ja, komm, Kinders. Ein Video habe ich heute noch für euch. Oh, BBC-Moderator stirbt mit 32. Hat nichts mit der Impfung zu tun. Und die blöd, kippte beim Joggen um. Unterhaltung. What? Und bei der BBC ist ja auch schon zuvor die Radiomoderatorin Lisa Shaw mit 44 Jahren nach einer Corona-Impfung gestorben. Auch sie möge in Frieden ruhen. Apropos Corona. Nächtliche Ausgangssperren, Schulschließungen oder wie hier gesperrte Spielplätze. In der Corona-Pandemie wurden Entscheidungen getroffen, mit denen vorher niemand gerechnet hatte. Nein, das ist ja nicht zu glauben. Böse Zungen würden munkeln, die Menschen haben sich kein Stück weiterentwickelt. Also was vor 100 Jahren oder vor 85 Jahren oder vor 50 möglich war, ist es heute noch genauso. Politiker, die damals mitentschieden haben, schauen inzwischen kritisch auf diese Zeit. Böse Zungen würden auch munkeln, dass genau diese Politiker wahrscheinlich vor 100 oder 80 oder 60 Jahren genauso mitgemacht hätten. Ich bin ja niemals so einer verschwurbelten Ansicht. Im Magazin Spiegel räumen Ex-Innenminister Seehofer oder auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt Fehler ein. Ihr Heuchler! So sei der Umgang mit Kindern und Jugendlichen zum Teil zu streng gewesen. Ach, interessant, nur mit Kindern, also mit Erwachsenen nicht? Ein Fehler, sagt der Medizinethiker Giovanni Maio. Im Nachgang muss man schon auch selbstkritisch sagen, dass man das Wohl der Schülerinnen und Schüler zu wenig im Blick hatte und zu sehr fixiert war auf den Infektionsschutz. Das ist ein Schwurbler, wenn nicht gar ein Querdenker. Abholen diesen Dissidenten! Kritisch wird heute auch auf die Annahme geblickt, dass Geimpfte vor Ansteckungen sicher seien. Sag mal, Tagesschau, was ist das denn für eine Schwurbelsendung? Wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten, sagt Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun. Helge Braun macht sein Versprechen wahr und unterstützt in der Uniklinik Gießen seine früheren Kollegen bei der Corona-Impfung. Ja, das geht und das ist auch wirklich nicht besonders schwierig. Wichtiger ist, dass man vorher halt klärt, ob die Impfung auch aufgrund der Vorerkrankungen richtig und notwendig ist. Yes! Auch Gesundheitsminister Lauterbach bezeichnet die Schulschließungen im Nachhinein als falsch. Wir konnten. Eine Enquete-Kommission steht da offen gegenüber. Oh, danke, Impfclown! Die Grünen lehnen die aber ab. Ich bin eher nicht dafür, dass wir jetzt weiter in aufwendiger, umfangreicher Theorie nur reden, sondern dass wir machen. Die Menschen erwarten, dass die Dinge vor allem im Gesundheitswesen, in so wichtigen Dingen wie der Notfallversorgung, der Bereitstellung der Fachkräfte, der Digitalisierung endlich vernünftig laufen. Ja, die Grünen, natürlich keine Verbotspartei und immer den Blick nach vorne. Diese imaginäre Transsexuelle ist übrigens mittlerweile achtfach ungeimpft und ungeboostert. Um Gottes Willen, aber was nicht ist, wird auch niemals kommen, ne? Aber checkt mal den Shop verdammt nochmal. Hier, Germanen, Ehre, Treue, Loyalität und natürlich auch immer noch die geilste Collection. Ungeimpft, ne? Passender denn je und endlos. Nochmal, checkt den Shop, haut raus, die Penunsen. Yes, absolutely. Oh, aber wir wollen natürlich auch Amina Flaschet nochmal zu Wort kommen lassen. It's Showtime. Wir haben uns angewöhnt, eine Position, die vermeintlich die große Mehrheitsposition ist, zu moralisieren. Sehen wir was ganz Neues, ne? Apropos Mehrheitsposition, das interessiert euch sonst doch aber überhaupt nicht. Ich habe das erlebt bei Corona. Man war auf dem Trip, alles schließen ist gut. Und die Bevölkerung wollte die Freiheitseinschränkung. Ja, und nicht vergessen, dass ganz viele auch die komplette soziale Ächtung und Ausgrenzung der Ungeimpften wollten. Das ging ja sogar bis hin zu Isolierung eben dieser. Aber bei jeder Freiheitseinschränkung noch mal kritisch zu hinterfragen, ist die wirklich nötig? Und können wir sie nicht bald wieder zurücknehmen? Hat mich im Kreise der Ministerpräsidenten zum Lockerer gemacht, der das alles nicht ernst nimmt, wenn Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, alle Grundfreiheiten eingeschränkt bis ausgeschlossen werden.
bis hin zu der Idee eines Landes, eine Ausgangssperre zu machen, wo man nicht einmal mehr die Wohnung verlassen durfte. Freunde, vergesst niemals, dass fast alle damals mitgemacht haben, von der Politik über die gleichgeschalteten Medien, würden Rechtsradikale behaupten, die Kulturschaffenden und Künstler, wie in jedem System, nur mal im Hinterkopf behalten. Oh, hier, guck mal, der Impfclown. Also, niemand in Europa liefert mehr Waffen als wir. Yes! Und wenn die erste Rakete auf Berlin käme, würde so manchen Journalist und Scharfmacher schnellstens das Land verlassen. Was heißt das? Noch mehr Waffen liefern, damit da keine Rakete kommt? Oder? Komm her, deutsche Bischöfe gehen auf Distanz zum Papst. What? Soll die Ukraine die weiße Fahne hissen? Nein, kämpfe bis zur letzten Patrone! Kein einzigen Cent für den Krieg. Orban spricht über Trumps Ukraine-Pläne. Bester Mann, ne? Bald ist die Show vorbei. Zurücklehnen. But one man, one movement can change all that for us. Oh, Erstklässler in Gefahr. Politiker fordern Wachschutz für Grundschule. Wieso? Haben Politiker Kinder auf dieser Grundschule? Kinder müssen über Junkie-Spritzen und Kondome steigen. Ja, aber dann sind sie doch für ihr späteres Leben schon hervorragend vorbereitet. Also, gelassen sehen. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Die Abrissbirne Germanys. Hannover. Kita plante Körpererkundungsraum. Ups, Erzieher wegen Kinderpornos. Amtsbekannt. Oh, Verbände warnen, den Unternehmen geht zusehends die Arbeit aus, ist egal, ins Migrantengeld rein und Campino, der tote Hosensänger, wird Gastprofessor an der Uni Düsseldorf. Studium, wichtiges Studium, Brückenschlag, die nigerianische Scheißhausexperte und ihr Ehemann, also die Firma von Baerbockus Mann, macht jetzt Krisen-PR für Korrektiv. Die kriminellen Banden sind unbeeindruckt. Und finally noch ein paar wirklich positive und hoffnungsvolle Nachrichten vom M&M Warburg-Kanzler. Dass die ukrainischen Flüchtlinge, weil ja klar ist, in welcher Lage sie sind, gleich so behandelt werden, als hätten sie das ganze Asylverfahren bereits durchlaufen, weil das vorher feststand, wie es ausgeht. Hat man sich viel Arbeit gespart und sich auch schneller an die Integration dran gemacht, dass das eine riesige Entlastung von 5 Milliarden Euro für Länder und Gemeinden ist. Mensch, da müssen wir uns doch bei den UKRUS wirklich bedanken, dass die uns da 5 Milliarden eingespart haben. Kann ich mehr. Oh, hier, Kevine Kühnert, der 3 Jahre im Callcenter Kaffee gekocht, Bonsai. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen. Was ist mit den Trans-Kolleg-Sternchen innen, die mittlerweile fortwährend persönlich Schutz brauchen und wenn sie öffentlich auftreten? Und um es klar zu sagen, das ist nicht normal und darf auch nicht normal werden. Gut, dass das bei anderen Parteien also ja reibungslos läuft, ne? Zwinker, Smiley. Last but not least, Chinesen lachen sich schlapp. Neue Kölbrandbrücke erst 2046 fertig. So schnell im Shithole Germany? Kinders, ich kann nicht mehr. Weiter, Vollgas Richtung Regenbogen. Wir nehmen jeden Eisberg mit, wir sinken. Ist das denn zu fassen? Wir sinken. Ja, dann sinken wir halt! Love, Peace and Harmony. Man sieht sich und bis bald.